So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist soweit, wir haben wieder mal ein paar Wayfarer-Fails von Niantic, beziehungsweise eigentlich von euch, ne, weil ihr reicht das ja ein, aber wir haben mal wieder ein paar Wayfarer-Fails zusammengetragen. Ich weiß nicht, ob wir die letzte Sendung überhaupt toppen können, da waren so geniale Sachen dabei, da muss ich jetzt noch schmunzeln, der Spielpalz, ne? Kennt ihr noch? Habt ihr auch einen Spielpalz bei euch in der City? Schreibt's mal in die Kommentare. Wir wollen uns jetzt mal die nächsten Wayfarer-Fails angucken. Da habe ich nämlich noch ein paar parat. Den letzten, den wir hatten in der letzten Sendung, war natürlich die grüne Straße ins Nichts. Ein Rettungsweg für die Feuerwehr. Fand ich schon ziemlich merkwürdig. Wo soll da die Feuerwehr lang und überhaupt? Und fahren die da mit dem Auto rein? Wie gesagt, vielleicht ist das ja auch zu Fuß und ich tue denen Unrecht. Weiß ich gar nicht. Ich hoffe, ich blamier mich nicht. Aber neben der grünen Straße ins Nichts, seht ihr, hier geht's weiter. Das ist nämlich die normale Straße ins Nichts, wenn ihr das so seht. Beziehungsweise, was soll das sein? Wenn ihr das seht, würdet ihr 5 Sterne geben? Ich nicht. Ich denke nämlich einfach nur, okay, Laub. Könnte man den Stop nennen, Laub auf Straße. Das wäre richtig genial. Hat auch keine Beschreibung, glaube ich, beziehungsweise ich habe die Beschreibung nicht dabei. Ich wusste nicht, was ist das und was geht's da überhaupt, aber es ist einfach nur eine Straße mit ein bisschen Laub drauf. Dann habt ihr hier was Besonderes. Da ist im Prinzip so eine Sitzecke, ein bisschen Pflanzen, irgendwas, so ein bisschen Natur, aber von Hand angelegt, bepflanzt, aber es ist, hat keinen Hintergrund, es ist alles Quatsch. Und dann steht natürlich Spielstraße, Pflanzenkästen, dass die Autos langsam fahren. Das ist wichtig. Seht ihr das? Pflanzenkästen, habt ihr auch Pflanzenkästen bei euch? Tut die mal alle einreichen und baut vor allem mehr Pflanzenkästen an, damit die Autos langsam fahren. Weil ich habe auch immer Angst, wenn ich einen Pflanzenkasten am Straßenrand sehe, beziehungsweise stehen die hier mitten auf der Straße, damit ihr nicht da durchbrettern könnt. Finde ich aber richtig, naja, muss man nicht weiter drüber reden. Dann habt ihr hier eine 4. Für mich wäre das eine ganz normale Hausnummer, wo ich sagen würde, geht nicht, ist privates Wohngelände, weil da jemand seine Hausnummer fotografiert hat. Aber die Auflösung kommt, The Fantastic Four, das vierte biblische Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Ich weiß zwar nicht, ob das das vierte Gebot ist, aber wie kann denn The Fantastic Four, denke ich doch nicht an die Bibel, da denke ich an den Marvel-Film, wenn der überhaupt von Marvel war. Und dann geht es plötzlich um um Bibel und sonst was. Und es ist doch eigentlich nur eine Hausnummer. Das ist, keine Ahnung, kann jetzt jeder bei jeder Hausnummer irgendein Gebot aufschreiben oder sonst wie. Also finde ich auf jeden Fall richtig Quatsch. Hier seht ihr auch die Umgebung, eine Zahl angebracht als Erinnerung an das vierte biblische Gebot. Du sollst Vater und Mutter ehren. Die dazugehörige Kirche befindet sich direkt daneben. Und ich sehe keine Kirche. Seht ihr eine Kirche? Ich sehe da ein blaues Auto, ich sehe ein rotes Auto, da ist ein Baum, aber das ist so ein normales Haus dahin. Wo ist die Kirche? The Fantastic Four in der Kirche. Richtig genial. Und dann haben hier im Vorgarten, das ist doch bestimmt auch schon wieder Privatgelände natürlich. Privatgelände ist halt wieder eine kleine Statue. Stone Angel aus antikem Granit wacht dieser Engel über die Menschen. Muss er aber aufpassen, dass da nicht einer vorbeikommt und nimmt den einfach mit, sonst kann er nämlich gar nichts mehr machen. Wie will er da wachen? Dann haben wir hier ein Kreisverkehr. Nee, ist das eine Bushaltestelle? Keine Ahnung, da ist auf jeden Fall neben der Straße, ist das so ein Weg. Könnt da rein und dann habt ihr natürlich Spielplatz in Gammstedt. Wart ihr schon mal in Gammstedt? Schreibt es mir in die Kommentare. Jetzt im Nachhinein fällt mir aber auf, wenn ich ganz nah ranzoome, hier ist doch so ein Ding, da ist ein Sandkasten und da ist so ein Ding, wo man sich draufsetzt und wippt. Also eigentlich würde das ja als Spielplatz durchgehen, aber ich weiß nicht. Das Bild ist schlecht, da sind so viele Autos drauf. Hätte dieses Spielgerät als einzelnes fotografiert und gesagt, bla bla bla, auf dem Spielplatz Gammstedt, wäre das ja vielleicht okay gewesen, aber so, das sieht doch überhaupt nicht aus wie ein Spielplatz. Das sieht einfach nur aus wie Quatsch. Dann haben wir als nächstes wahrscheinlich ein weiterer Spielplatz, so wie es auf dem ersten Blick aussieht. Aber nein, das ist natürlich ein altes Fachwerkhaus, könnte man denken. Aber es ist die altertümliche Einfahrt. Einfahrt auf ehemaliges Schlossgelände. Habt ihr auch schon mal eure Einfahrt fotografiert und eingereicht? Das ist wirklich, und das ist ja auch sicher,
wenn das eine Arena wird und alle stehen einfach mitten in der Einfahrt mit 1000 Handys und dann kommt ein Auto, aber ihr müsst erstmal den Raid spielen. Also eine Einfahrt als Pokestop ist auch richtig genial gemacht auf jeden Fall. Hier haben wir wieder ein bisschen Natur. Kann ich, könnte es sein, da hinten ist wieder ein Teich oder irgendwas. Nein, aber es ist der Rodelberg im Mariannenpark. Das ist die Spitze des Rodelberges im Mariannenpark Leipzig. Wäre es doch da nicht sinnvoller, man würde ein Infoschild über den Rodelberg fotografieren und irgendwas muss doch da in der Nähe sein, aber das kann doch einfach alles sein. Wer sagt mir denn, dass das der Rodelberg in Leipzig ist und dass das nicht irgendein Quatsch ist schon wieder? Vor allem ist es einfach nur Natur, es ist kein Infoschild da. Reine Natur dürft ihr doch eh nicht fotografieren. Finde ich nicht gut. Wow, das finde ich aber gut. Habe ich sogar mit 5 Sternen bewertet. Warum ist das bei den Fails dabei? Weiß ich nicht. Habe ich aber mal mit reingenommen, weil das einfach mich beeindruckt hat, weil das richtig genial aussieht. Wir gehen aber weiter. Denn wir haben hier Pikachu is watching you. Das ist auch genial, wenn ihr einfach bei euch aufs Fensterbrett ein Pikachu setzt. Es beobachtet draußen die Autos, die Leute, die vorbeilaufen und nennt den Pokestop dann Pikachu is watching you. Könnt ihr natürlich auch machen, wird natürlich abgelehnt, ist privat alles. Hundeparkplatz, wer kennt das nicht, ist natürlich einzigartig, ne? Weil, nein, ist Quatsch, es ist einfach wieder Schwachsinn. Zum Glück haben sie nicht die Hunde selber eingereicht, sondern nur den Hundeparkplatz, aber dann können die ja wirklich jedes Parkplatzschild nehmen, aber ein Hundeparkplatz, das ist doch nichts Historisches, nichts Kulturelles. Die Leute reichen einfach wirklich eine Toilette ein. Eine Toilette. Es sind Blumenkästen, das ist doch, es ist wieder auf privatem Wohnbesitz. Es sind einfach Blumenkästen, das hat keinen Wert, gar nichts. Warum soll, überhaupt, war das mal in der Wohnung drin, eine Toilette, und dann haben die das einfach draußen hingestellt. Also so eine schöne, rosane Toilette hätte ich auf jeden Fall auch bei mir hingestellt. Nettes WC, das ist natürlich noch das Beste, einfach nur nettes WC. Braucht keine Beschreibung, spricht schon Wände für sich, Bände. Dann habt ihr, das ist auch ganz krass, Auto, An- und Verkauf, Patzke und Blitzer-Duo. Auto, Ver- und Ankauf, Patzke, jederzeit für sie erreichbar. Wo denn? Ich sehe nichts. Wo ist da bitteschön ein Auto an und Verkauf? Es ist einfach nur eine leere Straße. Wenn Autos drauf sind, ist es eh nicht gut. Da geht es aber um einen Autoverkauf und du siehst nicht mal ein Auto. Du siehst auch kein Schild an der Straße, gar nichts. Wenn das ein Auto an und Verkauf ist, müsst doch da wenigstens auch ein Infoschild dazugeben, irgendwas. Oder ein Briefkasten einfach nur. Hier geht die Post ab. Das Highlight aus Erlinghagen. Dann hat Erlinghagen ja wirklich gar nicht mal so krasse, wenn das das Highlight ist. Also jede Stadt hat doch einen Briefkasten irgendwo. Dann gibt es bei uns ja 20 Highlights in der Stadt, weil wir so viele Briefkästen haben. Habt ihr auch schon mal euren Briefkasten eingereicht? Macht's nicht. Spart euch das. Das ist Quatsch. Hier geht die Post ab. Der Stop klingt natürlich lustig, ist aber trotzdem Quatsch. Was ist das? Das sollte ein Wayspot sein. Natürlich, denn das ist, man kann es überhaupt nicht definieren. Sieht einfach aus wie nichts. Könnte Grip Tape sein vom Skateboard von oben oder einfach nur Asphalt. Asphalt Magic. Asphalt Magic de Visebourgre en la. Irgendwas, auf jeden Fall was Französisches. Das ist natürlich schön, weil französischer Asphalt ist der beste Asphalt, den es gibt. Seit aus der Thema Rana Gruppe ist schon länger her, haben sie auch einen Wayspot gehabt. Hackbraten, lecker, lecker. Es gab eine Kuh, die hieß Hack und die wurde geschlachtet und mehr habe ich leider hier nicht drauf, aber boah, auf den ersten Blick sieht das einfach richtig unappetitlich aus und als wäre das einfach nur Kot. Aber es ist natürlich lecker, lecker Hackbraten. Also habt ihr auch schon mal euer Mittagessen fotografiert und eingereicht, würde ich euch empfehlen. Dann habt ihr hier Steine, irgendwas. 4 Bupfel und die sind natürlich die 4 Gedenksteine. Gedenksteine Ibenhain. An was sollen die denn gedenken? Dann hätte ich doch einen Gedenkstein, falls der auch eine Inschrift hat oder irgendwas, groß fotografiert. Und, oder näher dran, aber so weit weg. Das sind doch bestimmt einfach nur irgendwelche blöden Klötze, die da stehen. Ich glaube nicht, dass die irgendeine Funktion haben, außer dass man da halt nicht mit dem Auto durchbrettert, ne? Aber Gedenksteine, an was soll das gedenken, ne?
Das ist schon wieder der Fantastic Four. Die tummeln sich halt überall rum. Gedenksteine in Ibenhain. Dann haben wir hier... dabei. Das weiß ich jetzt schon. Das ist genial. Eine schöne Unterführung. Hier einen Graffiti-Tunnel. Das würde ich nennen. Graffiti-Tunnel. Richtig krass. Aber einfach nur Tunnel der Liebe. Der ästhetisch heimische Ort. Der immer lieber... Der ästhetisch heimische Ort, der immer liebevoll nach Urin duftet. Wer schreibt sowas dahin? Also, da hätte ich gerne für die Beschreibung 5 Sterne gegeben, weil ich das so köstlich fand. Also, und dann auch, das kann ich mir richtig vorstellen. Ihr kennt selber solche Unterführungen natürlich, wenn ihr da durchlauft. Und es riecht einfach immer extrem abartig und die Leute sächen da überall hin. Und deswegen der Tunnel der Liebe. Also, wer möchte da nicht hin romantisch da durchlaufen, wenn es nach Urin duftet? Dann haben wir noch Lampe bei Nacht mit Auto natürlich. Da muss man aufpassen. Hätte ich ja gerne angenommen, die Lampe bei Nacht. Aber da ist aus Versehen ein Auto mit auf dem Bild vertreten. Deswegen können wir das leider nicht mit reinnehmen. Lampe bei Nacht einfach nur. Spielplatz. Ich ahne schon wieder Schlimmes. Das ist auch wieder aus der Themarana-Gruppe. Ich glaube, nach dem müssen wir Schluss machen, weil es nämlich schon wieder ab 18 ist. Spielplatz, okay, soll editiert werden und ihr sollt die Beschreibung editieren, was besser passt. Spielplatz oder Spielplatz zum... Nichts des oben genannten. Spielplatz oder Spielplatz zum Liebe machen, um es mal so auszudrücken. Was auch nicht, macht ja auch immer Liebe auf dem Spielplatz. Schreibt's mal rein. Man hätte auch einfach schreiben können, Spielplatz... Und den Ort dazu, dass das halt so ist. Und der Spielplatz in Honolulu, aber Spielplatz zum Fischen. Wer fischt nicht gerne? Schreibt es in die Kommentare. Habt ihr auch schon mal gefischt? Und was war euer lustigster, krassester Stop, den ihr hattet? Wir machen Schluss an der Stelle. Ich will das immer nicht so extrem lang gestalten, nicht so wie die Raid am Mittwoch folgen. Und sehen uns beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.